Der Seeländer Schwinger Gnägi Florian freut sich schon. Wenn seine Verletzung am Bein geheilt ist, will er dann auch in dieser neuen Schwinghalle trainieren. Ich würde lügen, wenn ich das nicht ein wunderbarer Ort finde. Es ist sehr schön rausgekommen. Es ist sehr praktisch und ja, Top-Infrastruktur für jeden Schwinger, glaube ich, Traum. So, ja. Drei volle Sattelschlepper haben die fast 300 Kubikmeter Sackmehl gebracht, die jetzt in der 400 Quadratmeter grossen Halle verteilt sind. Bis jetzt hat das Bundesamt für Sport, BASPO, in Macklingen keine eigene Schwinghalle gehabt. Die Profisportler mussten darum in kleinere Schwinghallen in der Region ausweichen. Der BASPO-Direktor Matthias Remund ist darum ebenfalls froh über diesen neuen Ausbildungsort. Der Schwingerverband ist einer der grössten Verbände, der beziehungsweise hat fast am meisten Übernachtungen nach Turnen und Skiverband von Swiss Ski. Und dementsprechend hat etwas gefehlt. Bis jetzt haben wir immer in die umliegenden Schwingkellern müssen dislozieren und jetzt haben wir etwas hier an Ort und das wird man weniger Verschiebungen haben und kann an den Schwingerinnen und Schwinger entsprechend etwas mehr bieten. Direkt an der rechten Wand vor Schwinghallen kommt dann noch eine Kletterwand her. Und im Stock obendran ist die neue Dreifachturnhalle, ausgerüstet mit allen Schikanen. Der neue Holz- und Betonbau ist also eine Ergänzung zum Trainings- und Ausbildungsangebot vom Bundesamt für Sport.